Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Oh mein Gott, die Hunde werden immer mehr. Ich habe tatsächlich mir mal meine alten Videos angeschaut. Und dies, was ich hier offscreen gemacht habe, ist soweit richtig. Und zwar habe ich sogar hier geschaut. Heute machen wir einen Verzauberungstisch, das steht fest. Und zwar habe ich so hier auch geschaut, das können wir vielleicht gleich mal vervollständigen. Und zwar muss ab hier, geht es hier rüber. Da müssen wir nochmal gucken, wie weit. Da muss irgendwo ein Eingang sein. Und einmal von, genau, von hier aus. So, da haben wir also Wände. Wie weit das hier rüber geht, weiß ich gerade nicht. Und dann hier rüber. So. So, jetzt muss hier irgendwo noch eine Tür rein, aber ich meine, das kann man immer noch machen. Und dann natürlich auch diese Dreierecken hier so. Die Fenster, das sind immer Viererfenster gewesen. Ich muss mal gucken, vielleicht passt das sogar hier. 8, 9. Oh, was ist denn da? Das passt ja ausnahmsweise. Okay, sehe ich das richtig so? Ja. So, dann kommt da Glas rein. Das gleiche müssen wir bei den ganzen anderen Fenstern machen, außer hier. Ich mache jetzt einfach so. Ist mir egal, ob das jetzt passt oder nicht. Bin interessiert. Dann können wir hier auch gleich noch das Holz drauf machen. Und wir brauchen Stein. Stein, sag ich schon. Glas. Wir brauchen jede Menge Glas. Also ich habe mir die alten Folgen mal angeschaut. Ach, da habe ich, glaube ich, dieses Dach erst in Folge 100, keine Ahnung, 110 oder so, habe ich das vielleicht erst fertig gehabt. So krass. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. So, also hier weiß ich jetzt gerade nicht weiter. Ich lasse es mal. Wir brauchen Glas. Ich glaube, das Fenster lasse ich so. Und dann geht es hier nämlich auch noch weiter. Hier kommt, glaube ich, irgendwas mit Halbstufen oder so hin. Genau, ich wollte nochmal in den Schacht gehen und nach der Kiste gucken. Aber ich brauche einen besseren Plan für den Rückweg. Da ich mich letztens schon fast verlaufen habe, wäre das besser, würde ich sagen. Aber wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal runter gucken. Und wir machen den Verzauberungstisch. So, das ist zu weit, glaube ich. Alter, was bangen die denn darum? What the fuck? Ist das normal? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kühe, weil wir... Habt ihr gerade gesehen, was da rumsprang da hinten? Ein Zombie! Ach, wie süß. Brauchen wir jede Menge Leder für die Bücherregale. Ich glaube, wir haben noch was, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett, weil ich Angst habe, hier irgendwie ermordet zu werden von diesen Viechern. Ja. Aber wir wollen Obsidian. Passt ja irgendwie, dass wir... Oh, wartet. Da kommt nämlich Holz hin. Aus irgendeinem Grund. Eigentlich war das 2 breit, aber hier in dem Plan ist es... nur 1 breit. Okay. Kriegen wir hin. Das überlege ich auch noch, ob ich das doch vielleicht Holz mache, weil das so deprimierend ist. So. Hier müssen wir noch jede Menge Schilder machen. Kriegen wir auch irgendwie nicht hin und so weiter und so fort. Wir brauchen die Spitzhacke für das Obsidian. Erstmal Obsidian holen und dann mal nach der Kiste gucken. Ach, ich finde die doch nicht wieder jetzt so. Ich muss hier hoch, glaube ich, ne? Ja, hier. So, ich fange jetzt einfach mal hier vorne an, in der Hoffnung, dass da jetzt nichts runter ist. Ja, sonst habe ich so einfach nichts mehr zu erzählen. Außer, dass ich gestern eigentlich relativ weit gelaufen bin, gejoggt bin, gelaufen. Gut, schön, dass mir das irgendjemand erzählt, dass ich hier auch eine falsche Spitzhacke benutzt habe. Wie viel brauchen wir überhaupt? 4? Ich glaube 4, ne? Okay, wir brauchen 4, dann brauche ich ja hier gar nicht weitermachen. Ich fülle mal das Loch eben. Hä? Das ist doch so tief? Ja, okay. Huch. Ach Gott, wir haben hier doch noch einen. Ist da hinten. Okay.
Ich tue trotz all... Wow. Really? Really? Ich vergaß. Okay, das heißt, ich komme hier auch nicht mehr hoch. Ich wollte eigentlich an die Kiste ran. Oh. Weil ich dort meine Diaspitzhacke reintun wollte. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. So, ich möchte natürlich, Gott, die Kiste, in welche Richtung wandert? Hallo? Hallo? Ich hatte Angst. Hallo? Okay, da ist zugebaut. Hier ist nicht zugebaut. Dieses hier. Ich mache einfach mal zu, ja? Wir nehmen einfach mal Holzblöcke, damit wir wissen, wo wir hin müssen. So, ich lege die jetzt einfach mal hier so an die Seite. Weiß ich, wo ich lang muss. Muss ich ein bisschen mal aufpassen. Ich glaube, da ist zu. Da geht es nicht weiter. Ich glaube, entweder waren die da hinten oder da hinten links rum. Da, ich sehe, oder? Nee. Mal kurz das Ding hier mit. Hallo? Hallo? Oh Mann. Hallo? Tja, schreck mich doch nicht so. Ah, da hinten sehe ich sie. Seht ihr sie? Weil ihr irgendwo ein Skelett ist. Hallo? Skelett, ich hab dich gehört. Oh mein Gott. Mal schauen. Wieso ist hier Lava? Scheiße. Ich muss hier drüber, glaub. So, dich hätte ich schon mal. Oh, hi, Mr. Creeper. Du kannst ruhig dort in der Ecke bleiben. Das wäre super. Dann baue ich hier mal kurz zu. Oh mein Gott. Wieso? Wieso? Weshalb? Warum mache ich das? Hallo? Hallo? Ich habe doch gerade hier einen Skelly gehört. Ach, da oben. Mir soll es egal sein. Ach. Hi. Hallo? Hast du vielleicht einen... Oh, du hast einen Pfeil gedroppt. Ach Gott, jetzt ist da unten auch noch... okay. Okay, wartet mal kurz. Gucken, ob ich den... Ja, genau. Mann, 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 Mann. Dann werde ich es halt so machen, dass sie in die Lava fließen. Tschüss. Na, brenn. So. Es ist wieder sicher für mich. So. Darf ich jetzt hier hoch? Bitte. Bin ich hoch. Ich will doch nur diese eine Kiste öffnen. Okay, da kann keiner durch. Hallo? Hi. Jemand da? Mein Gott, ist das verwinkelt. Hallo? Ich würde fast sagen, das geht mich hier nichts an. Das tut's ja auch nicht, aber... Ich muss halt ausleuchten. Es geht... Gott. Es geht gar nicht. Da oben ist Lava, super. Okay, dann schauen wir mal, was in der schönen Truhe ist und... Wir haben ein Namensschild. Wir haben Melonenkerne. Oh, wie geil ist das denn? Geil, wir können endlich Zeug machen. So. Zeug machen vor allem, ja. Ja, das war der kleine Ausflug in die Minen. Von,
Casey Games. So. Den Rest nehmen wir hier auch noch mit. Vielleicht finden wir ja noch eine. Hallo? Jemand da? Geh weg, Pilze, ich sehe nichts. Hallo? Ach, da hinten sind ein Creeper und so, aber die werden weggespült. Da ist eine. Oh, da ist noch eine Kiste. Wartet mal. So, zumachen. Werd mal kurz ein wenig ausleuchten. Okay, die dürften eigentlich nicht hier lang kommen. Oh, da ist das Gilly. Okay, hier bauen wir kurz mal zu. Die dürften hier nicht langkommen. Das dürfte nicht passieren. Okay, ich werde jetzt einfach mal hier lang gehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Creeper, du hast mich nicht gesehen. Und wir haben ein verzaubertes Buch und Zeug. Jetzt einfach mal so einstecken und alles mitnehmen. Hast mich nicht gesehen. Oh Gott, wo ist der Creeper hin? Oh Gott, ich muss ihn noch rausfinden, Leute. Ich hasse das. Okay, Leute, ich werde jetzt nicht weiter reingehen. Ich will jetzt eigentlich nur raus hier. Ich will hier raus. Ich gehe jetzt nach Hause, Leute. Mir ist das alles egal. Ich will nach Hause. Oh. So, hier runter. Ich sollte mir was zu essen in die Hand nehmen und dann abhauen. Guck mal, hier kann man schön dem Pfad folgen. Ja, hier sind wir noch richtig. Gut, ich nehme mal die paar Schienen mal mit hier. Kann man nämlich eine schöne selbstgebaute Eisenbahn bauen. So, hier müssen wir weiter. Nehmen wir auch noch mit. So, dann, ich würde sagen, es hat sich... was mache ich denn hier? Ich finde, es hat sich gelohnt. Jetzt werde ich mich mal wieder nach Hause begeben und alles gut. So, ich bin eben noch mit und dann... Oh, endlich. Endlich zu Hause. So, zugemacht. Und wir können schnell noch den Verzauberungstisch bauen und dann ist auch wieder, glaube ich, fast Schluss. Ja. Soweit schaffen wir es noch. Okay, wir brauchen ein Buch. Haben wir denn schon Bücher? Ich weiß es gar nicht. Haben wir Bücher? Ich glaube fast nicht. So, jetzt ist mal hier die Kisten rein. Ich tue jetzt einfach mal die Minecraft-Katze auch rein und die Schienen. Weil ich da gerade nichts mit anfangen kann. Wir haben einen Name-Tag. Das heißt... Einer von diesen süßen kleinen Hundis bekommt heute den Namen Flash. Oder warte mal, ich hab Lapis, ne? Der kriegt schönes blaues Halsband. Wir brauchen zwei Dias und ein Buch. Anscheinend haben wir keine Bücher. Das ist sehr komisch. Ah, okay. Okay, also, zuerst einmal brauchen wir ein Buch. Und zwei Dias, nicht das Buch. Dann brauchen wir Obsidian, was ich natürlich unten gelassen habe. Toll. Oh, ich bin gleich wieder. Wie soll ich mir... doch, ich kann das so holen. Brauche ich keine Leitern für craften. So, jetzt ist meine Musik zu Ende. So. Jetzt werde ich mal ganz schnell mir meine Sachen wiederholen. Ah, da unten ist die schöne Kiste. So, stopp.
Huch, das gehört mir. Und wir gehen wieder zurück. Hey. So, noch einmal bitte. Die Dias. Dann brauchen wir Obsidian. Wir brauchen ein Buch und wir können uns einen Verzauberungstisch bauen. Ich habe übrigens Plünderung 3 bekommen. Was das jetzt nochmal genau bewirkt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich tue das jetzt einfach hier mit rein. Mob Drop. Sonst haben wir noch... Wir haben Melonenkerne bekommen und rote Beete. Und zwar habe ich sogar mit Kürbiskernen... Kürbiskerne, die könnte ich vielleicht auch nochmal anpflanzen. Da habe ich zum Beispiel vor, dass dann Fackel reinmache und dann Jack-O-Lantern-Laternen mache und die dann bei den Slime-Etagen reinbaue. So, weil du hier gerade sitzt, Hundi, kommt ein blaues Halsband. Ja, du kannst doch was zu essen haben. Ach Mensch, du bist einer. So, gucke mal hier. Ja, da habe ich da... Sid war gerade gerülpst. Na, du kriegst jetzt erstmal ein Nametag. Wie auch immer. Wie kann man... Warte mal, kann man Nametags nicht auf Hunde übertragen? Als wenn. Ja gut, Hundi, das ist echt schlau von mir, ne? Ich muss doch erstmal dich benennen, du. Meine Güte, komm mal mit nach oben. Müssen wir das jetzt... Wo habe ich denn... Ach Quatsch, den habe ich hier unten. Du sagst aber auch nicht, dass wir den Embus hier unten haben. Scheint irgendwie oben hingestellt. Okay, dann müssen wir mal schauen. Als wenn ich den Embus hier oben hingestellt... Okay. Okay. So, der Gute kriegt jetzt den Namen. Flash. So. Hundi? Wo bist du denn? Ach, jetzt ist er wieder... Sag bloß, der sitzt immer noch in, unten in der... Unten hier. Hundi? Ach Gott, wo ist der? Hundi? Da. Hier, komm her. Komm her, hier, zu deinen Kollegen. Komm her. Komm. So, hier. Mach Sitz. So. Der Hund heißt jetzt Flash, Leute. Ja. So, mal schauen. Wer will noch was futtern? Du. Wie sie alle gucken. Gut, ich stelle uns mal schnell noch den Verzauberungstisch auf und dann ist das erstmal erledigt. Mal ausleuchten hier. So. Zack. Geil, oder? Lol, die Sonne geht auf. Die Sonne. Die Sonne. Sorry. So. Bräuchte ich jetzt theoretisch Lapis, was ich nicht habe. Wie auch immer, ich werde hiermit die Folge beenden. Ich hoffe, sie war einigermaßen erträglich. Und nächstes Mal müssen wir dann jede Menge... Oder ich mache offscreen, dass ich Sand schaufel, Leute. Ich gehe offline, Sand schaufeln. ja. Also ich werde da irgendwie ein bisschen Sand schaufeln dort in der Ecke. Den einen Hundi könnte ich mir auch noch reinholen. Ich weiß nicht, wieso der da draußen ist. Das ist vielleicht der dritte verlorene Hund. So, ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein und vergesst nicht zu liken, kommentieren. Und wenn ihr noch nicht abonniert, dann würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Also ich warte, bis ich die 100 Abos habe und dann kann ich diesen dann kann ich endlich eine vernünftige URL erstellen. Jetzt habe ich nur so Mist. Und bei 100 Abos kann ich dann The Casey Games aktivieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.